Hallo, hier bei Kung Fu Fitness Snack Bite. Ja, euer Kung Fu Commander lief funkisch online, niemals aufgeben, niemals kapitulieren. Das ist so eine Szene in dem Wald wie bei Rambo First Blood. Hey, also freut mich richtig gut. Wir sind ja auf der anderen Seite schon vom Wald gewesen und der Anfang, den können wir auch mal gehen. Ja. Da nehmen wir ein bisschen die Hürde. Ich finde schon wieder sauer, dass da wieder Dose liegt und Folie und so. Aber der Schmetterling baut mir auf. Also sollte es sein, direkt in der Wald reinschmeißen. Man sollte Natur schützen. Machen wir ein bisschen weiter. Da war, wieder Waldarbeiter am Start. Ja. Man sieht ja auch, dass heute noch der Mensch von der Natur lebt, der Waldwesen ist. Zum Beispiel Wärmeenergie kommt vom Wald holen. Wurde auch teilweise neue Häuser wieder aufgebaut wie alte Häuser mit, aus Holz. Menschen sind Verkleidung. Ja. Und der Wald, der Mensch hat so viel zu bieten und nicht gerade der immer im Stress ist, der braucht halt den Wald, der muss im Wald rein. Und der Wald ist mein Dojo. Ja. Boah, bin ja schroll. So. Ja, ich bin ein schreckhaftes Wesen. Und wie gesagt, das, was ich mache, das braucht auch keiner neidisch sein oder eifersüchtig sein. Dementsprechend bin ich immer noch der normale Kollege, was ich immer war. Und das, was ich mache, kann jeder andere nachmachen. Jeder kann einen YouTube-Kanal gründen, jeder kann ins Fitnessstudio sich anmelden, jeder kann quasi ein Taekwondo machen oder Wing Chun machen. Das, was ich mache, kann jeder neben seinem Geschäft machen wie ich. Ja, also ich bin nicht von der Elite auserwählt worden. Die Fahrradfahrer, die machen nur Trinkpause, finde ich. Beschweren die sich. Ja. In Heibach habe ich auch schon Vorteile gekriegt, die aber am Schluss ganz nett waren. Da haben wir ein bisschen geschämt dafür. Aber auf dem letzten Marktfest, da war einer, der war richtig spießig. Also sind die denn jetzt halt leider immer dazwischen. Auch wenn es auch andere Leute gibt. Ja. So, jetzt werden wir ein bisschen Action zeigen. Der Wald ist mein Dojo. Ja. Ich habe mich verfangen. Da hinten. So. Als Wing Chun da. Das sind eigentlich Boxskills eh wie so ein Wing Chun gelandet. Aber wenn man das Boxer wegen schult, dann kann man natürlich seine Wing Chun Technik immer stärker machen. Wenn jetzt schon eine kleine Diskussion geht bei Self-Defense System, super Kanal, super Leute, Peter super, Daniel super, Tim Ewis super, alle drei super. Natürlich ist es wichtig, wenn man seine innere Mitte hält. Ja? Man muss irgendwo Deckung haben. Ja? Beine vor unten, Hände vor oben. Ich bin gerade schnell mit einer Kurve, natürlich kann ich dann auch eine Kurve blocken. Also ich muss ja auch eine Deckung haben. Am Boxen tut auch seine innere Mitte schulen, die Technik muss man haben. Aber man muss auch, wenn die Situation anders ist, auch abweichen können. Ja. Zum Beispiel wenn ich zuschlage und einer deckt, dass ich auch mal vielleicht außen rum schlage. Ja. Deswegen kann ich immer noch Deckung haben in der Mitte, aber ich schlage halt außen rum. Dann muss ich auch mal lernen, mal aus meiner Mitte rauszugehen. Ja. Da bin ich seitdem einer auf der Straße, ganz gefährlicher Typ, da will man wegschucken. Ja. Dann kann ich immer noch sagen, wenn der mit einer vor mir schuckt oder wenn er mit einem Kragen packt, dann ist er im Gesicht offen. Ja. Dann wird er mit einer gerade, was schwierig ist, das kann man auch auf die Nase ja, oder auf die Schläfe. Ja, dann muss ich auch mal, wenn er hat mehr im Kragen oder will mich schucken, dann ist er auf eh was, auf anderes fixiert. Ja. So, ein bisschen weiter gehen wir, Freunde. Ja. Mit Spaß mit euch im Wald unterwegs zu sein. Das ist so schön und so urig. Ja.
Ja. Und du was mitnehmen da hinten? Immer noch da ins Hofer. Entweder spionieren die mich aus, oder? Ja, da ist jemand, der hat Spaß im Leben. Der möchte was, das ist zwar nicht verboten, aber auch nicht erlaubt, kommen wir denunzieren den. Ich weiß auch nachdem mit Mut hoch. Es gibt einige, in, so was das den Lifestyle so macht. So. Wow. Hallo. Wie peinlich. So. Ah, das war ein richtig Freibad, oder? So. Ich bin zu stark für diese Welt. Ich bin zu stark für diese Welt. So. Wow, das ist auch geil hier. Eigentlich soll die Kamera abschalten und ein Eis essen, aber erstmal darf ich kein Eis essen. Das ist mir nicht erlaubt. Ich habe eine Diät. Also im Geschäft, wenn die Diät möchte, bietet der jeder was zum Essen. Aber wenn ich dabei bin, das letzte wollte ich eigentlich gestern Morgen machen. Patrick, du hast Geburtstag gehabt. Junge Hüte, wünscht Grüße gehen raus. Ich habe einen Kuchen im Geschäft angeboten. Ich habe gesagt, ich darf keinen Kuchen in der Diät essen. Dann in der Kantine ist mir Pudding angeboten worden. Ich habe gesagt, der Rest kann ich essen, aber den Pudding darf ich aber nicht essen. Ich bin auf der Diät. Dann komme ich raus und drückt mir der Tim ein Eis in der Hand. Und da habe ich gedacht, oh, Eis jetzt. Ich habe schon überlegt, da habe ich schon, hat er mir schon die Hand gedrückt und abgekleinert, habe ich es auch nicht und gesagt, das Eis essen, fast davor das Eis zu essen. War aber doch zu schwach, das Eis zu essen, oder zu stark. Wenn es einem Kollegen gäbe, hat er das Eis gegessen, weil ich darf ja kein Eis essen, weil der eht. Entweder halte ich mich, weil wenn ich das Eis esse, dann gefällt mir selber im Spiegel nicht. Entweder mache ich was richtig oder nicht. Und der Kollege, ich gucke den so zu beim Eis essen und der labert nebenher. Ich habe vielleicht missverstanden, haben, dass er sagt, halt doch dein Bebe und ess da Eis. Ich wollte nicht sein, ich wollte höflich sein. Ich sehe, wie er das Eis isst und denke, das hätte mir auch geschmeckt. Aber ich kann es nicht essen. Wenn du mal was konsequent oder machst du gar nicht. So. Dann sage ich zu dem, lass das Eis schmecken. Das sagt er zu mir, das lass mal schmecken ohne deinen Kommentar. Das sagt aber einer, der immer viel schwätzt. Und da habe ich hätte es nur einen Kollegen geschenkt. Der hätte der das Eis geschenkt. Der hätte mir eine Pflaume geschenkt. Der hätte ihm Eis rumgelegt, ich eine Pflaume. Ja. Das sind so heimliche Fantasien von mir. Und mit Humor, weil ohne Humor hältst du das Leben nicht aus. Ne? Es ist echt, entweder möchte man die Diät ganz oder möchte die Diät nicht ganz. Und ja, das ist so. Ne? Bei jetzt ohne Witz am Pflaumenlecker, das macht Spaß. Freude erhalten macht Spaß, aber Freude geben macht genauso Spaß. So ein Rand, ein Tipp von mir. Ja, von mir lernen heißt Sieger zu lernen. So. Ja,
sind wir da, stand ich da wie John Rambo. Ja. So können wir den Clip nennen, Lee Funk wie John Rambo. Ja, ich kann mich eigentlich mit der John J. Rambo-Figur sehr identifizieren. Zum Glück habe ich keinen Krieg mitgemacht, zum Glück. Aber so der rebellische Außenseiter und ein Dramatisier, was ich auch bin. Und ich habe auch schon Demos mitgemacht, wo ich denke, ich komme nicht mehr lähmend raus. Also ich glaube, so mit den Filmen, die der Stallone gemacht hat, damit kannst du mit den Figuren, sei es Over the Top oder so, oder Rocky oder Rambo, damit können sich eigentlich viele Menschen auch identifizieren. Der Stallone hat gute Filme gemacht, perfekte Filme, die Geschichte mit Herzblut. Ja. Also ist auch ein gutes Vorbild für mich. Ja. Also gut, dann machen wir noch was. Ja, Schmetterlinge sind am Start, da kommen auch mehr Schmetterlinge und schlecht mit zusammen. Neue Schmetterlinge, Butterflies oder Buttermoo auf Russisch. Sind meine Freunde. Ja, hallo. Ja. So. Hier hast du auch Möglichkeiten, zusammen ein bisschen zu stretchen oder sowas zu machen. Ja. Aber Wald ist auch gut Dojo und da kannst du auch einiges machen. Ja. Das sind auch Insekten. Ja. Obwohl, ja gut, das sieht einigermaßen stabil aus. Ganz oben auf, wenn es nicht da, ich denke, dass es ein bisschen wackelig ist. Wenn man, dass man den Holzarbeiter, die Biker, niedermetzelt. So. Ich bin eigentlich kein Insekt zu kleiden. Während mein Splitter eingefangen ist, auch wieder super. So, aber ist nicht schlimm, das ist ja eine Kobra, ja, und die schlängelt sich überall durch. Ja. Der Wald ist echt super. Solange wir die Kamera trägt, können wir noch ein bisschen weiterlaufen. Ja. Ich gucke jetzt gerade mit meinen Eltern die ganze Rambo-Reihe an. Ich kenne ja die Rambo-Filme selber, habe tausendfach angeguckt. Meine Eltern haben früher mal die ersten zwei Teile gesehen, aber jetzt gucken wir gerade alle Teile an. Da gibt es ja jetzt laut meiner Rechnung 5 Teile. Einer geiler wie der andere. Aber wenn ich zum Beispiel sage, ja, der Überfall auf Vietnam, klar war das ein Verbrecher. Und da waren auch viele Soldaten drin dabei, die waren Verbrecher. Aber da waren auch bestimmt auch sehr viele Soldaten dabei, das waren ganz normale Menschen. Und die haben auch zu Unrecht, was dann was vorschmeißt, was sie selber nicht begangen haben, weil man es nicht verpauschalisieren kann. Und wenn man mir auch Sachen vorschmeißt, die ich nicht gemacht habe, kann man die Rambo-Figur auch sehr gut reinversetzen. Ja. So nehmen wir die Filme mit. Ah, die geile Rambo-Musik und so, und die Geschichte, die Action-Szene. So ein Rambo 3, den ich super finde. Da sind auch sehr viel Martial-Arts-Technik dabei. Philippiner Stockkampf, Taekwondo und so weiter. Also Rambo, da kann, also Sylvester Stallone kann Martial-Arts-mäßig viel. Und auch die Musik und auch die Muskelform, die Definitionform, oder Stallone da in die ganze Rambo-Teile anlegt. Geil. Ja. Einfach geil. Guck mal, da kommen wir auch zum Beispiel, das ist ein offizieller Weg, da kommen zum Beispiel auch ein bisschen so ein Hürdenlauf üben. Weißt du, ein bisschen Kondition fürs Taekwondo oder fürs nördliche Shaolin-Kung-Fu. Wenn man sowas auf der Kaste hat. Ja. Lass die Kamera nicht so gern so allein. Aber das muss man im Fall machen, ich habe gerade schon gedacht, wie man das machen. Das zieht die Muskeln ein. Und das tut auch die Hirnschule für Gleichgewicht. Und ist auch ja, gute Hirnschulung, wenn man dann aufrennt, rennt. Und sowas kann man auch für den Kampfkunst, Kampfsport gut benutzen. Ich habe schon gedacht, jetzt boxt wieder alles zusammen. Machen wir ein bisschen weiter. Sei wie ein Cobra. Ja. Cobra kämpft nicht aus Spaß und so einem zu Hänsler. Cobra kämpft nur zum Überleben. Ja. Das ist ein reines SV-Wesen, Cobra.
So. Höre wieder Ulsen Fahrrad im Hintergrund. Wir haben einmal versprochen, im City ist mein Fahrrad. Ein Insekt im Gesicht, oder? Im City ist mein Fahrrad. Und da war er zu Graffitis und ich sag dann, ja, Tattoo ist dort einer tätowiert. Und dann haben wir verschwätzt. Graffitis war das. Das kann ich auch nochmal erwähnen, bei City is my fire. Ich finde Fahrradfahrer gut. Das ist ein guter Ausgleich. Ich mache es meistens im Fitnessstudio. Das einzige Gerät, wo ich Kopfhörer aufhören, ist ein Fahrrad. Und ab Jogger, Fahrradfahrer, das möchte ich schon zum Tier. Wenn man ein bisschen Fettverbrenner definieren. So. So. Jetzt haben wir ein lauschiges Plätzchen vor uns. Ja. Tätiger sagen, wenn ich jetzt eine Frau dabei hätte und nicht zu euch. Ihr wisst ja. Eine Frau nach meinem Geschmack ist mir nackt lieber wie ihr im schönsten Anzug. Das ist jetzt eine harte Woche, harte Worte an euch. Ja. Aber das ist Wahrheit, spart Zeit, sagt der Kalbach. Ja. Und ja, Wahrheit spart Zeit. Ja, aber da war jetzt nur die männliche Abonnenten gemeint, natürlich die weibliche Abonnenten sind mir auch recht im schönsten Anzug. Smoking. Ja. So. Mal gucken, wo wir gegangen, weil das ist halt wirklich eine schöne Gegend und ja. Wirklich eine bildhübsche Gegend. Also wie schon gesagt, bei uns ist mehr Natur wie sonst was, wo man sagt, das ist ja schon ein Reichtum mit den Spatz da hinten. Was das ist. Hallo mein Freund. YouTube-Star. You are YouTube-Star. Ja. Ah ja, gell? So. Wunderschöne Hundeschule, ist auch geil. Du bist auch super, Junge. Oder Mädchen. Wie geil der weggeflogen ist. Wald ist mein Dojo. Da, 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 da. Ja, ist mit der Kamera schlecht, wenn so. Streik vor Streik, hart noch muss. Schlag zu Schlag, hart keine Gnade. Gibt keinen Schmerz in diesem Dojo. Niederlagen gibt es nicht in diesem Dojo. Und Aufgabe gibt es nicht in diesem Dojo. Keine. Ja, gibt. Don't give up, don't surrender. Niemals aufgeben, nimm's kapituliere. Yeah. Jetzt muss ich mal auf Englisch sagen, ich muss ein bisschen auf meine eigene Muttersprache wiederkommen. So weit sind wir schon. Ah, oh, das ist geil. Das ist geil. Den Ort habe ich gesucht. Ey. Wie beschaulich. Ey. Wow. Wow, wow. Und du kannst die Kamera aufstellen. So. T-Shirt. Da waren wir Bonk. Sind sie weggeruppt. So. Lager für Tiere, dann lassen wir erhalten. Ah, das ist geil, ey.
Der Vogelgesang, hey. Superb. An Gott. Merci beaucoup für die schöne Landschaft. Buchtest war immer besser. Ja. Und was ich jetzt zur Zeit vorbei kann, habe ich damals nur gewagt zu träumen. Komplett abgebrochen. Also wer sagt, ich kann nichts, ich kann keine Ahnung, ich komme zum Sport. Aber ja, viele Leute wissen, selber Entwicklung und respektieren mich. Ich respektiere euch, wenn ihr am Ball bleibt. Weil du kannst schon noch besser werden, wenn du trainierst. Ja. Die Funkgast hier. Yeah. In Hamburg hast du das Sage. Im Wald habe ich das Sage. Das ist ein Spaß. Ah, bin ich glücklich, ey. Da habe ich meine Energie, dass ich mehr, wieder mehr Leistung im Geschäft bringen kann. Aber nicht gut abgenommen haben, aber da ist mir auch noch was, wo man niederholzen kann, wenn es funktioniert. Ach, meine, ich setze es lieber dir wieder um. Lass euch nicht so hängen, Freunde. So. Also Gott hat mir an die Stelle nachgeführt. Und jetzt sehe der, dass ich jedes Mal, wenn ich einen Bruchtest mache, mit Hartholz und so weiter, egal welcher Holzader, dass die Bruchtests immer funktionieren. Und ja, da hat mir der Gold und mich hier schon einen guten Start gestartet, beim Depot was Gutes beigebracht, auf das ich aufbauen kann, weil ich selber noch Bruchtest und so viel dabei lerne. Ich habe nur auch, wenn man Bruchtest effektiv macht. Auch dank Michi und Goldi, im Enzo und der Petra. Ja. Einfach schön da hinten. Beobachten wir Fußgänger. Jetzt wäre es eigentlich schön, wenn man tiefer geht. Ist schon oben. Ja, klar. Hallo. How are you? Gut. Spitze. Wir sind auf den Körner. So, ich denke gerne Film, aber ich weiß gar nicht, ob er das mag. Sonst können wir auch wieder zu euch setzen, gegen Rassismus. Ja. Aber, ja, ich bin schon Hund dabei. Ja. Ich weiß auch nicht, vielleicht ist er auch so ein giftiger Typ, wenn die Kamera auf den kriegt. Das haben wir erstmal Fragen. Ja. Dann auf. Dem hat es gefallen, dass ich da ganze Baumstämme auseinandernehme mit meiner Technik. Ja. Also wünsche ich euch was. In dem Fall Zeit sehen!